Hey Leute und willkommen zu einem Video von mir. Und ich denke mal, ihr seht schon das Thema im Titel. Und ja, ich würde euch sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, Leute, ich habe ab und zu natürlich immer kleine Versprecher, aber ich kann das jetzt schlecht nochmal aufnehmen. Weil dieses Video extrem schnell kommen muss, eigentlich beziehungsweise extrem schnell aufgenommen werden muss, weil ich gleich keine Zeit mehr habe und ich möchte dieses Video jetzt gerne nochmal aufnehmen, weil ich es jetzt frisch auf dem Schirm habe sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, es kann sein, dass ihr das Video später seht, also es kann sein, dass ihr das irgendwie erst am 16.04. oder so seht. Ich nehme das Ganze hier aber schon am 2.04. auf, deswegen, es kann gut sein, dass ihr es sogar schon in der Woche 3.4. bis 9.4. seht, aber es kann auch sein, dass ihr das noch die Woche danach erst seht. Und zwar bin ich ja jetzt in London, so ab dem 8.4. bin ich halt in London bis zum 15.4. Denke ich mal, wissen schon viele Leute und ich will in dieser Zeit auch deutlich aktiver werden. Das heißt, ich habe dort auch extrem viele Videos vorproduziert. Das heißt, es kommt jetzt auch vor allem in der Woche 3.4. bis 9.4. kommen, ja, jeden zweiten Tag mindestens, glaube ich, Videos, also jeden zweiten Tag. Teilweise, glaube ich, so einmal zwei Tage hintereinander. Ich bin mir aber selbst da gerade gar nicht mehr so sicher. Aber es kommen auf jeden Fall extrem viele Videos im Vergleich zu vorher sonst. Und danach die Woche, also in der Woche, wo ich in London bin, kommt, glaube ich, auch jeden zweiten Tag dazu ein Video. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall extrem hype drauf, Leute. Ich frage mich nicht, warum ich in der Zeit aktiver werde, wo ich nicht da bin. Keine Ahnung, ich hatte einfach mal Bock vorzuproduzieren und wollte es einfach mal machen. Und ich hoffe, ich werde diese Aktivität auch nach meinem London-Urlaub noch weiterhin behalten können, sozusagen. Deswegen, ja, ich muss sagen, in der letzten Zeit war ich ein bisschen unzufrieden. Ich war extrem inaktiv, muss ich sagen, hatte nicht so viel Motivation. Und ich hoffe einfach mal, dass die auch vor allem in der nächsten Zeit auch mal abgeht auf meinem Kanal, sodass ich wieder neue Motivation haben kann. Ja, jetzt sind auf jeden Fall erstmal für die zwei Wochen erstmal Videos alle zwei Tage vorproduziert. Und das war wirklich viel Arbeit. Ich hoffe, ihr schätzt das wert und ja, schaut vielleicht mal jedes Video an und so. Lasst mal vielleicht auf jedem Video vielleicht ein Like da oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen für die ganze Arbeit. Ja, und dann sozusagen so zum krönenden Abschluss kommt dann am 16.04. oder am 17.04. um den Dreh, kommt dann der London-Vlog auch online, Leute. Das ist dann der krönende Abschluss der Vorproduktionsserie. Und ja, das wäre auf jeden Fall so viel erstmal zu dem ersten Thema, was ich ansprechen wollte. Also ja, ich bin auf jeden Fall extrem hype drauf und ich hoffe auch nach diesem London-Vlog wird es noch aktiv weitergehen auf meinem Kanal und ich hoffe, ihr bleibt auch noch aktiv auf meinem Kanal und so. Und ja, erstmal so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, dann haue ich jetzt direkt das nächste, wichtigste Thema eigentlich raus. Warum ich das jetzt nicht am Anfang angesprochen habe, keine Ahnung. Bin halt dumm. Naja, und zwar ist das wichtigste Thema eigentlich, dass der Xerox, der sonst immer so viele Monate lang meine Thumbnails gemacht hat, der hat momentan einfach nicht so viel Zeit, was ich voll und ganz verstehen kann. Nur ich bin halt auf diese Thumbnails angewiesen, aber ganz kurz vorab muss ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank an Xerox an dieser Stelle. Es ist echt nicht selbstverständlich, dass du mir so viele Monate schon beinahe ein Jahr irgendwie fast schon die ganzen Thumbnails machst. Also das ist wirklich nicht selbstverständlich und da wirklich auch dickes, dickes Dankeschön an dich. Ich weiß nicht, wie man sich da irgendwie revanchieren kann, aber keine Ahnung, es ist einfach mega cool so und du wirst natürlich auch noch immer verlinkt bleiben, auch auf Videos, wo ich jetzt nicht deine Thumbnails benutzen werde. Und da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Thema. Und zwar, weil er nicht so viel Zeit hat und ich vielleicht mal, wenn ich jetzt ein Video uploaden will und er keine Zeit hat, ist halt scheiße, weil wenn ich kein Thumbnail habe, dann lade ich das Video nicht hoch. Ohne Thumbnail ist halt komplett scheiße so. Und das ist mir, glaube ich, jetzt schon zweimal oder so passiert, dass ich das Video da nicht uploaden konnte, was ich natürlich voll und ganz nachvollziehen kann, wenn er keine Zeit hat. Nur das ist halt ein bisschen blöd so. Und er hat mir auch geschrieben, dass er in nächster Zeit auf jeden Fall auch nicht so viel Verlass auf ihn herrscht sozusagen. Also dass man in der nächsten Zeit, dass ich mich da nicht so krass auf ihn verlassen kann. Und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, wenn er Stress im Beruf hat und so. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, ob ihr vielleicht auch Thumbnails designen könnt. Am besten wäre es, wenn ihr in dem Stil designen könnt, in dem ich jetzt auch schon meine Thumbnails habe. Natürlich, ihr werdet keinen absolut gleichen Stil hinbekommen, aber vielleicht so in dem ähnlichen Stil. Wäre auf jeden Fall cool. Ihr könnt euch da vielleicht auch so ein bisschen mit einbringen, dass die Zuschauer auch wissen, dass das Thumbnail diesmal von demjenigen ist und das nächste Thumbnail dann von demjenigen ist, sodass ich dann immer so ein abwechselndes Design sozusagen habe, sodass die Leute dann auch immer Bescheid wissen, ja, das Thumbnail ist jetzt von dem und das ist jetzt von dem Hauptdesigner von Xerox zum Beispiel, der jetzt immer meine Thumbnails macht. So, das wäre auf jeden Fall cool, dass da so ein bisschen Übersichtlichkeit drin herrscht, dass da jetzt nicht auf einmal so irgendwie random irgendein Thumbnail kommt, sondern ihr solltet schon einen gleichen Stil aufweisen können. Und wenn ihr das könnt, dann wäre es auf jeden Fall cool, wenn ihr mich dann anschreibt und so. Ihr solltet dann natürlich auch immer öfters bereit sein, mir dann die Thumbnails machen zu können, wenn ich euch anschreibe und so. Wäre auf jeden Fall extrem cool. Addet mich da einfach auf Skype oder Discord und schreibt mich dann einfach an. Ja. Aber wie gesagt, erstmal dickes Dankeschön nochmal an Xerox, das ist echt nicht selbstverständlich. Und er wird natürlich auch immer, wenn er natürlich noch Bock hat und Zeit hat, dann kann er natürlich immer noch sehr, sehr gerne mir die Thumbnails machen. Also ja, wie gesagt, wenn er Bock hat und so, würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn er dann auch noch die Thumbnails macht, weil die wirklich extrem geil sind. Nur sozusagen so als Sache, wenn halt eben Xerox keine Zeit hat, würde ich dann halt gerne noch einen zweiten haben, der mir die dann machen kann, so, damit ich die Videos überhaupt hochladen kann und so und damit die auch gut sind und so, weil ich werde jetzt keine hässlichen Thumbnails haben. Und ja,
So als Sache natürlich, ihr solltet wie gesagt einen ähnlichen Stil haben. Ja, das Unique-Symbol, das Symbol von meinem Netzwerk, sollte drauf sein auf jeden Fall. Und ja, sonst vielleicht eben so ein kleines Wasserzeichen, so dass die Zuschauer Bescheid wissen, dass es von euch ist. Ich werde euch natürlich dann noch im ersten Video, wo ich euer Thumbnail verwende, werde ich euch auch erwähnen und sagen, dass die Leute euch auschecken können oder dich auschecken können. Und sonst in den Videos, wenn ich halt euer Thumbnail verwende, werde ich euch ganz normal verlinken, also. Und ja, Xerox werde ich übrigens unter jedem Video verlinkt lassen, weil er mir schon so viele Monate die Thumbnails gemacht hat. Und da nochmal, wie gesagt, dickes Dankeschön an ihn. Gut, das ist wirklich nicht selbstverständlich und so. Und ich denke mal, ihr wisst Bescheid jetzt und so. Und ja, einfach mal melden per Discord oder per Skype. Steht alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr so einen ähnlichen Stil habt, wie gesagt, schickt am besten nochmal sogar so ein Beispiel-Thumbnail. Wie ihr jetzt so, sozusagen so ein Beispiel-Thumbnail machen würdet von mir. Schickt einfach mal irgendwie was rein mit meinem Skin so. Vielleicht mit einer kleinen Schrift. Kann auch nur sein A, B, C, D, E, F, G und so. Also einfach nur so eine Beispielschrift plus mein Skin auf Thumbnail plus das Symbol von meinem Netzwerk plus vielleicht ein Wasserzeichen von euch so. Das wären schon so die Voraussetzungen, die ihr haben könntet. Natürlich, wie gesagt, einen ähnlichen Stil zu den jetzigen Thumbnails. Wäre auf jeden Fall cool. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like da, haut rein und ciao.